Mein Name ist Merle Missoweit, ich bin 34 Jahre alt, Biologin. Ich arbeite am Fraunhofer Institut im Bereich von Forschungsplanung, Sicherheit und Verteidigungsforschung. Ich habe promoviert in Evolutionsbiologie und Evolution hat mich schon immer interessiert, schon als Kind. Ich bin, wie es oft so ist, eher zufällig in diesen anwendungsnahen Bereich gekommen, der sehr männerdominiert ist. Das macht es nicht immer einfach, ist aber auch eine Herausforderung, der man sich stellen muss und das, was auch nicht immer so schwierig ist, wie es dargestellt wird. Als Ausgleich versuche ich regelmäßig zu joggen, bei gutem Wetter am Rhein. Ich lese gerne, ich treffe mich mit Freunden, auch mit Kollegen nach der Arbeit, um einfach noch ein Entspannungsbier zu trinken. Ich reise gerne. Ich würde jungen Mädchen, die sich heute entscheiden müssen, was sie studieren wollen, raten, sich nicht zu früh zu spezialisieren. Das heißt, neugierig zu bleiben in vielen Bereichen und auch Dinge zu machen, die auf den ersten Blick nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Dazu kommt, dass man das machen sollte, was einen interessiert. Da ist man einfach am besten.